Besucherrekord im Stadtmuseum Pirna. Knapp 2000 Gäste haben bisher die Grafikausstellung von Dürer bis Kokoschka gesehen. Ein derartiges Interesse gab es im Stadtmuseum noch nie. Binnen 2 Tagen war die erste Führung durch die Ausstellung ausgebucht. Glücklich all jene, die beim Rundgang mit Professor Werner Schmidt dabei sein konnten. Ich war zur Eröffnung und jetzt möchte ich noch ein paar gute Geschichten von Professor Schmidt hören. Einfach neugierig, wie das entstanden ist, die ganze Sache, und auch ein bisschen Achtung vor dem, was der Herr Schmidt hier macht. Ja, neue Erkenntnisse, würde ich sagen, ja. Und wieder Einblick vielleicht in neue Bilder, die man noch nicht gesehen hat. Professor Werner Schmidt lebt für die Grafik. Das wird auch beim Rundgang durch die Ausstellung schnell deutlich. Er versteht es, die Menschen für die gedruckte Kunst zu begeistern. Grafik ist eigentlich eine Kunst der individuellen Begegnung. Das müssen Sie allein vor sich in der Mappe aufschlagen können und dann sich rein vertiefen können, auch im Buch. Den eigentlichen künstlerischen Wert kann man auch in der originalgroßen Reproduktion erkennen. Professor Werner Schmidt baute sein fundiertes Wissen über viele Jahrzehnte auf. Der gebürtige Pirner studierte nach dem Krieg in Leipzig und Berlin. Mit 29 Jahren wurde er Leiter des Dresdner Kupferstichkabinetts, anschließend Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Heute, im nicht gelebten Ruhestand, engagiert sich Professor Werner Schmidt verstärkt in seiner Heimatstadt, unter anderem als Mitbegründer des Canaletto-Forums. Und ich habe denen gesagt, liebe Leute, wir haben doch ein wunderbares Konto noch und wir haben gespart auf eine Sache, ein Denkmal für Canaletto, was nicht klappt. Es gibt keinen guten Künstler. Ich habe gesagt, irgendein miesen Stümper, der uns den Canaletto da in Holz schnitzelt oder in meißelt, wir machen uns lächerlich. Und da hatten wir von unserem Geld, was wir angespart haben, hat dann das Canaletto-Forum, habe ich gesagt, wunderbar, das kommt in die Zeitung. Canaletto-Forum schenkt den 2. Rembrandt für Pirna. Und das hat geklappt. Die Schenkung seiner Grafiksammlung an die Stadt Pirna beschäftigte Professor Werner Schmidt seit vielen Jahren. Der Kunsthistoriker traf schon früh eine Auswahl und ergänzte den großen Fundus gezielt. Kunst ist nicht nur Geist, es ist auch Materie bilden. Das heißt, die hat auch einen Preis. Dieses Hauptblatt von Dürer, 1511 gedruckt in einer zweiten Auflage. Dürer hat eine zweite Auflage von seiner erfolgreichen Holzschnittserie 1511 herausgegeben. Das habe ich in Berlin ersteigert für 2.300 Euro. Da muss meine Frau sehr überzeugen. Grafiken aus 5 Jahrhunderten sind im Stadtmuseum zu erleben, darunter Werke von so namhaften Künstlern wie Dürer, Rembrandt, Rubens und Goya. Hinter jedem Bild steckt für Professor Werner Schmidt eine ganz eigene Geschichte. Sie zu erfahren, macht den Reiz aus. Ich finde es super toll und natürlich ist es traumhaft, dem Werner Schmidt zuzuhören. Das könnte noch eine Stunde weitergehen, da hätte man noch weiter Lust da. Da kommt so viel rüber, so viel Begeisterung und so viel Wissen auch. Und wenn man sieht in seinem Alter, was er dort noch leistet, ganz, ganz toll. Ja, das ist eben das Besondere. Deshalb möchte man ja bei so einer Führung dabei sein, wo derjenige, der das gesammelt hat und der Ahnung hat überhaupt, enorme Ahnung hat, wenn der darüber berichtet. Das ist schon ein besonderes Erlebnis. Ich freue mich einfach, dass eben so eine Sammlung wie von Werner Schmidt, die ja doch einen großen Zeitraum umfasst, dass die nun an so ein Museum gegangen ist, so ein kleines, von so einer kleinen Stadt, und dass die dadurch ein bisschen Berühmtheit erlangt. Das Interesse an den Führungen mit Professor Werner Schmidt ist enorm. Alle Zusatztermine sind bereits ausgebucht. Was für jeden zugänglich bleibt, sind die Grafiken. Teil 1 der Sammlung ist noch bis zum 13. April zu sehen.